I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Ja, kann sie nicht vergessen. Wer will's ihm verübeln? Was ist das? Faustabdruck? I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Boah. Der hat schon echt Aggressionsprobleme, ne? Kannst nichts gegen sagen, ey. Nicht gut. Absolut nicht gut. I'm too old to be measured now. Right? Da er jetzt 10 ist. Und bis 7 hier immer seine Größe markiert hat. Darf er wohl doch ohne Probleme in das Zimmer. Ich hatte nur meine Bedenken, dass der Vater vielleicht was dagegen hat. Deshalb habe ich mich reingeschlichen, als er eingeschlafen ist. Locked. I wonder what Dad keeps in here. Okay. Können wir den Schrank irgendwie öffnen? Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Das, glaube ich, war bei uns allen so, oder? Und Kinder kommen auch verdammt häufig ins Bett der Eltern. Was nicht immer gut ist, glaube ich. Dad doesn't play Mom's records as much as before. Ja, er würde sicher nur selbst damit zerstören. Apropos, seht ihr das? Er säuft nicht nur viel, er raucht auch eine Menge. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Warte, was? Ich kann mir eine nehmen. Oh, eigentlich will ich das nicht. Absolut nicht. Aber ich befürchte, dass es vielleicht für die 100% wichtig sein wird. Vielleicht brauchen wir die an einer anderen Stelle. Vielleicht ist der Papa mal irgendwann so richtig mad und wir sagen ihm, hey, hier, nimm mal einen Glimmstängel und komm runter. Ich weiß es nicht, ne? Deshalb, nur zur Sicherheit würde ich eine einstecken, tatsächlich. Dad loves his cancer sticks. Gross. I wonder what they taste like. Cancer Sticks. Das ist auch mal ein Name für Zigaretten, den ich mir merken muss. Cancer Sticks. Wie gesagt, Leute, ne? Fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr raucht, so. Für mich ist es nix und für Kinder erst recht nicht. Aber ist ja euer Ding. Wenn ihr meint, dann macht es, ne? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Kein Hate oder so. Nur zur Klarstellung.
Sehr, sehr schöner Track. I love listening to mom's old records. Ja, verstehe ich gut. Ich auch. Das spielt sogar noch weiter. Sehr schön. Das ist aber nicht sie, die das singt, ne? Das sind einfach nur ihre Lieblingslieder, vermute ich. Now I must explore, without being discovered. Bin ja schon dabei. Die Sporttasche des Dads. Oh, I could use this to make some cool armor. Wirklich? Ah, dann haben wir was Quest-Relevantes gefunden. Sehr gut. Yes. Yeah. This will totally protect me from Mandroid. One more piece and I'm almost done. Noch ein Stück? Die Maske, ne? Oh, was ist denn das? Eine Kiste. Shoot, that's way too high for me to reach. Hm. Dann nimm dir doch einen Stuhl. Geht sogar. Dad was so angry at the police. Oh, was ist das denn? 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Worum genau geht es hier denn? Um die Schlägerei? Nee. Nee, die muss ja vor kurzem gewesen sein. Aber der Brief ist von 2015 und das Spiel spielt in 2017. I remember Daddy yelling on the phone a lot. Geht's um das Verschwinden der Mutter? Weil da weiß ich ja auch nicht genau, wann das passiert ist, aber es könnte in den Zeitraum hineinpassen, ja. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Das ist eigentlich sehr kulant. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Was ist denn da vorgefallen? Aber er sagt, was er in den letzten Jahren durchgemacht hat. Der Brief ist von 2016, das heißt, die Mutter ist schon länger weg. Ob tot, ob verschwunden, ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, auch wenn es den Anschein hat, als wäre sie tot. Jeez. Dad wrote a lot of letters. 20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Astrid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Brigamond, Verkehrsüberwachung. So langsam glaube ich, dass es in Life is Strange 2 um den Vater und die Mutter gehen wird. Weil die ja, wie es aussieht, erstmal eine tolle Beziehung hatten. Tja, und dann ist alles schiefgegangen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir hier in Captain Spirit vermutlich nicht hundertprozentig herausfinden werden, was mit der Mutter geschehen ist, sondern lediglich ein paar Hinweise, die uns vielleicht bei Liz 2 helfen werden, antreffen werden. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Ja, der Boy ist, wie gesagt, eher der Baseball-Fan. Das hat man ja schon gemerkt. Was ist denn mit der Lampe los? Ansehen, reparieren, einschalten. Erstmal reparieren vielleicht. Ist ein bisschen schief. Ist das der Schlüssel für den Schrank? Yes. Ich glaube fast ja.
Und wir haben ziemlich viel Stuff in unserem Inventar und noch fast nichts benutzt. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Och, die ist doch voll okay. Also für einen 10-Jährigen finde ich die voll okay. Light on. Ah, oh, that's better. Überall Bierdosen. Überall. Okay, jetzt teste ich aber erstmal den Schlüssel, weil ich habe das Gefühl, der ist für den Schrank. Careful of booby traps. Booby traps. Okay. Weitere Briefe. Dad never told me he had a new friend. What? Okay. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch nur glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend. Ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Tänzerin also. Der Vater hat interessante Wege, sein Schicksal zu verarbeiten. Alles in allem. Er wirkt sehr verzweifelt. Aber auch interessant, dass er wohl was mit einer Tänzerin angefangen hat. Und sieh mal da! Da ist die Konsole! Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way! Das erinnert mich an meine alten Situationen als Kind. Ich habe auch immer in den Schränken und in anderen gängigen Verstecken, sag ich mal, meiner Eltern geguckt, ob da irgendwo die Weihnachtsgeschenke sind. Oder wenn mir was weggenommen wurde, habe ich es auch immer wieder aus den Verstecken geholt. Und ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo wir, ich und mein Bruder, beispielsweise ein Spiel, was wir noch gar nicht bekommen sollten, was ein Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk war, was wir einfach vorher schon aus dem Schrank geklaut haben, gezockt haben in der Nacht und dann, als wir spät ins Bett gegangen sind, wieder zurückgelegt haben und das hat einfach nie jemand gemerkt. Der Nachteil dabei ist natürlich, wenn du das Geschenk dann erhältst, ist der Hype natürlich schon weg, weil du meistens schon zu viel gezockt hast oder bereits durch bist und ja, dann fragen sich die Eltern schon, hä, freut er sich nicht oder was ist los da? Klar, man hat schon so getan, aber innerlich dachte man sich, ja, wow, ich habe das Spiel jetzt schon einen Monat gezockt, also. Kennt ihr solche Situationen auch? Macht das am besten nicht, das nimmt wirklich die Vorfreude weg, auch wenn es manchmal super schwierig ist, natürlich auf Weihnachten oder whatever zu warten. Dad used to always talk about this basketball. Ja, das glaube ich dir. Der hat einige Unterschriften drauf. Muss ein sehr wertvoller Basketball sein. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Ui. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. Mann, für Charles lief's mal so gut. Das ist schon irgendwie sad. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. Das sollte er mal hingehen. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Ja, in der Tat. 12.06.2015. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Erickson.
Unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Clamp Immobilien. Autsch. Gott, was ist denn bei denen alles passiert? Das ist ja richtig bitter. Das ganze Leben ist ja im Arsch. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Wie gesagt, ging einfach alles schief. Schulbezirk. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Mangum, Schulbezirk Sunny Creek. Er war also Trainer, bevor er bei der Bahn arbeitete. Basketballtrainer. Boah, der tut mir voll leid eigentlich. Aber ist er wirklich erst abgestürzt, nachdem seine Frau gestorben ist? Oder ging das alles schon viel früher los? What did Dad do on a Saturday when he was a kid? Sports. Ich hoffe, dass wir zumindest diese Frage noch klären können. Ab wann ging alles schief? I wonder when I can start to shave. Superheroes shave? Glaub mir, genieß jede Sekunde, in der du es nicht machen musst. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Ich auch nicht. Das ist wirklich unpassend, finde ich. Comic lesen. Oh nein. I never get tired of Hot Dog Man. Nicht schon wieder dieser fucking Hot Dog Man. Ich kann ihn nicht ausstehen. Der heldenhafte Hot Dog Man. Allein und vergessen. Ist das Ende von Hot Dog Man? Hoffentlich. Man, I love this issue. Woop woop. Honk honk. Ja, ein Honk ist er, auf jeden Fall. I wish I could draw like this. Was ist das für ein Bild da unten links? Guckt mal dahin. What the hell? Oh mein Gott, ich will gar nicht beschreiben, wie das für mich aussieht. Das sieht so aus, als wäre er gerade beim Fappen erwischt worden. Ohne Scheiß. Was geht? Ja, vorlesen werde ich es jetzt mal nicht. Das ist mir zu cringy. Oh Mann, dieser scheiß Hotdog, man. Oh, ein U-Boot. Lässt sich das steuern in der Badewanne? No diving today, Nemo. Ich hatte nämlich auch von, ich glaube, Playmobil war es, so Boote, die konnte man dann mit einer Fernsteuerung steuern. Das war ziemlich geil. Klar, die Badewanne war viel zu klein dafür, aber im Schwimmbad, See oder wo auch immer, war das eigentlich immer sehr unterhaltsam. What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Interview? Ach so, mit Captain Spirit. Okay. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains.
Do you have any message for them? Ich werde ihn töten. My message is that Mantroid will never win. And I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Meine Eltern. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? I love you. Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Lol. I can't fight Mantroid until my costume is done. Das stimmt wohl, aber wo kriegen wir den Rest her? Haben wir hier jetzt eigentlich alles im Bad? Ich gucke mich nochmal gründlich um. Nein, Schminke. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Kann ich damit nicht vielleicht meine Maske machen? Nein? Doch! Ha! Das hätte ich doch um ein Haar übersehen. That's my secret identity now. Oh my god. Das war wichtig. My suit is almost ready. After I get some paint. Was? Du hast gesagt, eine Sache noch und dann sind wir fertig. Oh Mann. Ernsthaft? Gibt's doch nicht. Jetzt braucht er noch Farbe. Dabei habe ich doch extra ausgewählt, dass ich lieber einen dunklen Captain Spirit hätte. So, Daddy schläft immer noch. I can't wait to get a real pine tree this Christmas. Like we used to with Mom. Ich glaube, ich lasse ihn weiter schlafen und gehe stattdessen nach draußen. Die Frage ist bloß, wo geht's raus? Welche Tür? Diese Tür? Ja, da hängt ja noch ein Garagenschlüssel. Den sollte man vielleicht auch noch mitnehmen. Nein. Ja, nicht unwichtig. We never use this door in winter because of the snow. Ach so. Und ich sehe gerade, hier ist noch eine Abstellkammer, die ich noch nicht erkundet habe. Dann machen wir das doch noch zuerst. Licht anmachen, sonst ist mir das ein bisschen zu creepy. Ew, these clothes even smell dirty. Glaube ich dir. Hier kümmert sich ja keiner. Deshalb wird sich Captain Spirit nun um die Schmutzwäsche kümmern. Now you will learn your lesson and stay clean. So, nur noch Persil? Oder wie heißt das andere? Spee? Oder wird alles super sauber? I hope I set this right. Oder per Woll? Nee, ich hab keine Ahnung davon. Was? Weihnachtsschmuck? Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm up. Oh. Okay. Da ist der Keller. Oh God, I hate going in there. Verstehe ich. Als Kind hatte ich vor solchen Orten auch immer übelst Schiss. Bei uns waren aber auch immer Spinnen im Keller. Oh mein Gott. Was geht jetzt ab? Wasser? Hä? What the fuck? Careful. I think I'm not alone. Was ist denn hier los?
What's going on here? Wer bist du? You have the power, Captain Spirit. You have the power. Wasserfresser. Ach, hat er den nicht mal erwähnt gehabt? Ich kann gegen ihn kämpfen. Versuchen wir es. Bändigen! Jetzt sind wir also auch noch ein Wasserbändiger. Oh! Uiuiuiui! Gib's ihm! Ja! Spiel ist aus! Okay. Yes! Immer noch eine blühende Fantasie. Ach so, war das jetzt nur für diesen Boss, dieser Raum? That wasn't too hard. I've tamed the water beast. Tatsächlich. Und wir haben die erste Mission damit abgeschlossen. Captain Spirit gewinnt erneut. Der Wasserfresser nimmt die Arbeit wieder auf. Cool. Endlich. Nach 3 Parts kann man aber auch erwarten, dass man die erste Mission abgeschlossen hat. Ja, nee, wir sind ja super gründlich. Ich glaube, wir sind bislang ganz gut dabei. Jetzt sollte ich aber echt nach draußen gehen. Maybe I should help Dad clean the house. Instead of playing... Das Haus zu putzen? Was genau das jetzt für ein Hinweis war, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Draußen finden wir bestimmt noch einiges zu tun. Oh, ja, Jacke. Ganz klar. Wie konnte ich das vergessen? Und Stiefel. Wichtig im Winter. Ja, stimmt. Müssen wir nicht den Schneemann auch noch besiegen? Der war doch auch ein Boss, oder? That snow looks super slippery. I can shovel it. Ja, macht das lieber mal. Nicht, dass ihr euch noch was brecht. Extra bonus points unlocked. Yay! Bonus Erfahrungspunkte. Ah, ja. Ich habe in unserem Haus immer, also wissen wir es in der ganzen Anlage, immer so eine Art Super Mario 64 gespielt. Zwingt mich jetzt aber bitte nicht, das zu präzisieren. Ich werde das nicht tun. Es bleibt mein Geheimnis. Neue Briefe. No way. Und mal ein guter, wie es ausschaut. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Was? So viel zu gut. Clean Harry's Schießanlage. Angebote und Show zu den Feiertagen. 20. und 21. Dezember. Den ganzen Tag, Samstag, Sonntag. What the fuck? Das ist einfach mal typisch Amiland. Ist das deren Ernst oder was? Ach du Scheiße. Ah, okay, hier ist das Auto. Das können wir ja aufsperren, da wir den Autoschlüssel haben. Wir könnten aber auch in die Garage gehen. La 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 la, Christmas rules, bring me the presents. Ich dachte, wir könnten da den Schnee auch wegräumen. Können wir aber gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Garage hinein. I'm a huntress for
has been lost at sea.